Die ganze Nacht hat Delphi Kashabira unter Tage nach Gold gesucht. Von 6 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Ein ganz normaler Arbeitstag für den 37-Jährigen. Der Goldrausch hat ihn vor 8 Jahren in diese Mine in der ostkongolesischen Süd-Kivu-Region gelockt. Klar ist es gefährlich. Obwohl wir den Schacht abstützen, stürzen manchmal Steine von der Decke herunter. Außerdem muss man sehr aufpassen, dass man sich in der Dunkelheit nicht verletzt. Und je weiter man hinuntergeht, desto schlechter kann man atmen. Der Sauerstoff wird knapp. Da muss man richtig nach Luft schnappen. Kashabira und die anderen Arbeiter betreiben sogenannten handwerklichen, also nicht industriellen Bergbau. Das Problem: Viele dieser Minen werden von bewaffneten Rebellen kontrolliert. Für die Menschen bedeutet das Sklavenarbeit. Seit gut 3 Jahren schicken die Vereinten Nationen gemeinsam mit internationalen Partnern Kontrolleure in die Minen. Die Idee: Minen, die nicht von Milizen beherrscht werden, bekommen das Zertifikat konfliktfrei. Bisher sind das allerdings noch die wenigsten der geschätzt 2000 Kleinminen im Ostkongo. Und in wie vielen von ihnen Rebellengruppen ihr Unwesen treiben, weiß niemand genau. Die Hauptkritik an dem Zertifizierungsprojekt: Die allgegenwärtige Korruption lasse viele Hintertüren offen, sodass auch falsch zertifizierte Rohstoffe ganz offiziell auf den Weltmarkt gelangen. Den Arbeitern der vielen kleinen Minen, die nicht auf den Listen der internationalen Kontrolleure stünden, werde das Leben so unnötig schwer gemacht. Für Minenarbeiter Delphi Kashabira sind das alles keine Argumente, es nicht doch zu versuchen. Er sehe ja mit eigenen Augen, wie die Zertifizierung ihm und seinen Kollegen helfe. Das Graben ist hier zwar in letzter Zeit schwieriger geworden, weil wir immer tiefer unter die Erde müssen, um noch Gold zu finden. Aber an unseren Arbeitsbedingungen hat sich viel verbessert. Heute war kein besonders ergiebiger Tag für die Arbeiter. Aber zumindest gibt es hier keinen Rebellenaufseher mehr, der ihnen ihr hart verdientes Gold gleich wieder abnimmt.